Hallöchen. Ich war ja vor kurzem 3 Tage meditieren, schweigend meditieren, also 3 Tage Schweigen und Meditation. Wir haben ja 8 Stunden am Tag meditiert und ich wollte einfach gerne mal teilen, was da, wie das für mich war, was ja einfach wie es abgelaufen ist und weil ich weiß, dass einige sich dafür interessieren. Gerade so das Schweigen, wie ist das, wenn man halt nicht spricht und man ist in einer Gruppe und so. Genau, und darüber wollte ich einfach ein bisschen sprechen. Ich erzähle einfach so, was mir einfällt und habe dann für später noch ein kleines Zettelchen, falls ich was Wichtiges vergessen habe. Ich habe, ich weiß nicht, vor 10 Jahren war das ungefähr, ein bisschen mehr, wo ich zum ersten Mal von so Schweigeretreats gehört habe, wo man sich halt zurückzieht und 10 Tage schweigt. Kennt ihr vielleicht der eine oder andere, die eine oder der andere? Das ist Vipassana. Da ist es halt so, dass man von morgens bis abends im Sitzen meditiert und ich hatte immer davon gehört und fand das aber, es hörte sich sehr anstrengend an, so den ganzen Tag zu sitzen. Und eine Freundin von mir, die hat mich dann hat mir dann von Open Dharma erzählt. Ich verlinke dir mal die Webseite von denen und ich habe auch ein Interview mit der Meditationslehrerin gemacht. Das verlinke ich dir auch mal oben in der Infokarte. Und da ist es halt so bei Open Dharma, die machen Deep Rest Meditation, also Tiefenentspannung. Meditieren. Tiefenentspannungsmeditation, würde ich das jetzt mal übersetzen. Und die Freundin hatte mir halt berichtet, dass dort verschiedene Arten von Meditationen angeboten werden und man halt gucken kann. Es gab Meditation im Gehen, es gab Meditation im Sitzen, im Liegen oder mit Gegenständen in der Natur. Und das hat mich mehr angesprochen, so, weil es halt, es klang für mich nicht so streng. Deswegen bin ich da gelandet und wie gesagt, habe 2010 das erste Mal dort so einen 10-tägigen Schweigekurs, Meditationsschweigekurs mitgemacht und war wirklich sehr, sehr begeistert davon und habe dann jetzt letztes Jahr so einen 3-Tages-Kurs gemacht und dieses Jahr auch wieder. Genau. Und ich merke halt, dass mich das total anzieht, dieses Schweigen, das Meditieren. Das wisst ihr ja mittlerweile, die mich schon länger verfolgen, dass ich da einfach, ja, dass ich merke, dass mich das unterstützt in meinem Leben und dass ich das praktiziere. Und jetzt nach so einem Retreat ist das natürlich dann auch nochmal verstärkt. Wir waren so circa 13 Menschen, Männer, Frauen. Und das Schöne war, die meisten kannte ich oder kannten sich unter sich. Also es war jetzt 1, 2 Neue waren dabei, die das noch nie gemacht hatten. Aber ansonsten waren wir sehr erfahrene Meditierer sozusagen und Schweigerinnen und kannten auch alle schon die Meditationslehrerin, also Jaya. Und dadurch war das, konnten wir von Anfang an sehr tief einsteigen. Ja, tief einsteigen heißt, dass wir schon am ersten Tag sehr tief uns entspannen konnten. Ja, bei der Deep Rest Meditation ist es so, dass du, wie gesagt, du kannst im Sitzen oder im Liegen meditieren, aber die meiste Zeit liegen wir und es ist in Ordnung einzuschlafen. Ich stecke da noch nicht so, also ich habe das faktisch, ich bin da immer nicht so eine logische, dass ich das irgendwie groß erklären kann, aber ich hoffe, dass ich das so ein bisschen verständlich rüberbringen kann, worum es dabei geht. Ich habe das nämlich erlebt bei diesem 10-Tages-Kurs. Wir haben fast alle erstmal 3 Tage geschlafen, sozusagen die ersten 3 Tage. Und dann, wenn du quasi tiefenentspannt bist dann, und du nicht mehr einschläfst, dann geht es sozusagen in die, ich würde jetzt sagen, wirkliche Arbeit, aber in das Loslassen so noch mehr, noch anders, ja. Weil es geht ja beim Meditieren halt um dieses Loslassen bzw. Nichtstun. Und wenn du einschläfst, dann hast du halt komplett losgelassen. Und
Ich habe diesmal auch, die meiste Zeit lag ich auf dem Rücken, aber Jaya hat diesmal den Hinweis gegeben, dass man leichter, tiefer kommt in das Loslassen, wenn man auf dem Bauch liegt. Das habe ich diesmal ausprobiert und es macht wirklich einen Unterschied. Und es ist einfach spannend, wirklich über so einen längeren Zeitraum sozusagen, es kommt nichts Neues von außen und es geht nichts nach draußen, weil man ja schweigt. Ja? Und das zu beobachten, wie der Geist da immer ruhiger wird. Beziehungsweise, dass ich merke und beobachten kann, was da in meinem Kopf los ist, was da für Gedanken sind und die dann auch gehen zu lassen. So. Beziehungsweise nicht drauf einzusteigen und dann irgendwelche Filme zu fahren oder so, sondern ja, da drin einfach zu sein. Es war in der Gruppe wirklich gar kein Problem, gar kein Thema, nicht zu reden. Ich finde das wirklich immer sehr, sehr spannend, miteinander zu kommunizieren, obwohl man jetzt nicht miteinander redet. Ja, es war eine sehr achtsame Stimmung. Es sind sehr viele bewusste Menschen dabei, die sehr feinfühlig und achtsam sind. Und dadurch ist es natürlich einfacher, so da miteinander zu sein. Wir haben auch zusammen gegessen. Wir hatten einen Meditationsraum. Da war halt wirklich 100% Schweigen angesagt. Und dann gab es den Vorraum, wo wir gegessen haben, wo wir in den Pausen gewesen sind. Und da gab es dann schon auch mal so kleine Gespräche, aber halt sehr achtsam so, ne? Weil es ist natürlich, da kommen viele von überall her angereist und dann sieht man sich mal und dann will man natürlich auch wissen, wie es dem anderen geht. Aber halt, wenn man merkt, da sitzt jemand, der so in sich, der das nachspüren will oder eine intensive Erfahrung gerade gemacht hat, dann lässt man den einfach in Ruhe. So. Und ich genieße wirklich diese Stille miteinander so, und ja, finde es faszinierend, wie das so funktioniert. Und ich bin sehr gut, sehr so in diese Stille auch reingekommen und habe dann manchmal erst, wenn ich so langsam rausgekommen bin oder dann am Ende, wenn der Gong kam, habe ich gemerkt, ist mir bewusst geworden, dass ich wirklich in so einem Raum war, wo es kein Machen gibt. Und das habe ich auch diesmal nochmal mehr tiefer verstanden, worum es eigentlich geht oder wo es eigentlich hingehen soll. Ja? Dass ich in meinem Leben weniger eine Macherin bin, als dass ich einfach lebe im Hier und Jetzt. So. Also, dass die Dinge passieren, dass ich nicht drüber nachdenken muss, sondern dass ich halt so im Moment bin, dass das einfach die Dinge so geschehen. Und diese Meditationszeiten oder dieses, ja, das ist halt einfach so ein gemeinsames Üben, was passiert und das überträgt sich dann halt auch in den Alltag. Also ich habe dann jetzt auch im Nachhinein gemerkt, wie diese innere Ruhe einfach da ist, wie ich nicht mehr so schnell auf Dinge einsteige, wie ich nicht so schnell einhake. Und ich habe jetzt auch, bin jetzt weiter noch in der Praxis drin, in dem Üben sozusagen, dass ich mir Räume schaffe, wo ich einfach da liege und nichts mache und beobachte, wie dann so oh, das und das noch machen und dieses Video und den ansprechen und das musst du noch organisieren und so, ja. Und dann aber liegen zu bleiben und das und da nicht drauf einzusteigen. Und da immer mehr so in die Ruhe durchzukommen. Und diese Momente finde ich wirklich dann magisch, wenn ich mich dabei ertappe oder wenn ich, ja, wenn es dann merke, so, wow, ich habe gerade gar nicht nachgedacht. Ich war gerade einfach nur in dem, was ich getan habe. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer von euch, der eine oder die andere, solche Momente. Und es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Wenn die Gefühle nicht so hochkochen und man so stark irgendwie reagiert. Also ich bin schon auch ein leidenschaftlicher Mensch, der auch mal heftig reagiert. So. Ich habe auch meine Themen und Punkte. Das ist auch, das ist halt so. Und dazu aber diese Momente, wo halt Stille ist oder wo so eine Ruhe, innere Ruhe irgendwie da ist.
Was auch noch sehr spannend ist, dass Jaya auch mit Yin Shin Jutsu arbeitet. Das ist eine Körperarbeit, wo du einfach bestimmte Stellen an deinem Körper hältst. Ja, sie hat uns dann bestimmte Positionen gezeigt, die halt so eine Entspannung bringen. Ja, hier oben zum Beispiel an der Schulter, sich da selber zu halten. Oder auch, das finde ich halt auch sehr spannend, einzelne Finger zu halten. Und das kannst du ganz intuitiv machen. Ja, sie hat mir zum Beispiel empfohlen, mir den Daumen zu halten. Ich weiß, dass dieser Daumen so für Heimat, Zuhause, Ankommen steht. Ja, und das tut mir dann auch sehr gut. Oder einfach so die Hände zu verschränken. Und da kannst du vielleicht auch mal mit experimentieren. Ich fand das wirklich sehr spannend und habe gemerkt, wie das auch den ganzen Prozess so unterstützt, ja, sich selber zu berühren und zu halten. So. Und jede Stelle hat eine andere Wirkung. Auch die Seiten sind entscheidend. Genau. Wir haben auch Gehmeditation währenddessen gemacht, wo es halt darum geht, einfach zu gehen, ohne Gedanken sich zu machen. Ja, durch den Wald. Und ich meine, 95% der Zeit denke ich, aber es gibt halt diese paar Momente, wo ich vielleicht nicht denke. Ja. Und wir sind durch eine wunderschöne Landschaft in Leipzig gelaufen und dann sind wir irgendwo angekommen, dann haben wir auch draußen gegessen. Also wir haben das schon sehr, sehr schön gemacht, sodass wir auch bei dem schönen Wetter viel draußen gewesen sind. Ja. Ja. Schaut euch unbedingt das Video an, was ich mit Jaya gemacht habe, weil da hat sie auch nochmal schöne Sachen aus ihrer Sichtweise erklärt. Und wie gesagt, ich finde wirklich diese Deep Rest Meditation, also dieses über die Ruhe sozusagen dahin zu kommen, das finde ich wirklich sehr einleuchtend. Ja? Und ich merke einfach, dass mir das entspricht. Und ich habe schon immer gedacht, ich möchte gerne eine Praxis haben, wo die Leute hinkommen können zum Schlafen, um sich auszuruhen, um ja, bei sich anzukommen und einfach mal auszusteigen aus diesem Hamsterrad, aus diesem Machen, so, ja, worin ich mich auch immer wieder ertappe. Und ich glaube eigentlich immer, ich bin ja ein Mensch, der sich viel Ruhe gönnt. Und dann gehe ich zu so einem Deep Rest Meditation Retreat und merke so, nee, da kommt immer noch Erschöpfung raus. Ja. Ich kann da immer noch stundenlang schlafen, tagelang schlafen. Also diese Ruhe ist wirklich wesentlich. Und was ich über die Tage gemerkt habe, ist, dass durch diese tiefe Ruhe, die ich mir geschenkt habe, dass immer mehr körperliche Verspannungen sich gelöst haben. Ich bin immer tiefer in mir, in meinem Körper auch so angekommen. Und habe gemerkt, das habe ich auch schon die letzten Male immer beobachtet, auch bei diesen fünftägigen Schweigen, was wir in Thailand gemacht haben. Da gibt es auch ein Video, verlinke ich dir auch mal da oben. Auch da habe ich das schon gemerkt, dass mein Atem dann, dass ich den in jeder Zelle, in jedem Körperteil spüren kann. Und das finde ich wirklich, oh, das ist so so beeindruckend, dass ich meinen ganzen Körper atmen spüre und dass der Atem nicht hier bei der Lunge irgendwie aufhört oder beim Zwerchfell, ne, sondern dass es viel tiefer geht. So. Und wie gesagt, die Entspannung, die der Körper, der loslässt, immer mehr loslässt, weil er weiß, er muss jetzt nichts mehr tun, er muss nichts mehr festhalten. Ja. Es gibt gerade nichts zu tun. So. Und dieses, es gibt gerade nichts zu tun, das ist, glaube ich, das ist so die Lösung, die ich diesmal noch stärker mitgenommen habe. Das kannst du aufs ganze Leben übertragen. Es gibt nichts zu tun. Das könntest du als Koran verwenden. Es gibt nichts zu tun. Also wirklich dieses Geschehen lassen. Zuschauen, wie etwas passiert. Ja. Jetzt schaue ich mal auf meinen Zettel. Ah ja, Schlafprobleme, genau. Ich habe halt beobachtet, dass ich während der Tage zwischen den Meditationseinheiten, dass ich in den Nächten viel, viel besser geschlafen habe, viel tiefer geschlafen habe. Also ich kann jedem, der unter Schlafproblemen leidet,
wirklich diese Schweige- oder Meditationsretreats total ans Herz legen. Natürlich reicht es dann nicht aus, wenn man da einmal hingeht, irgendwie 10 Tage oder 3 Tage, sondern die sind dann vielleicht der Anstoß oder wo man irgendwie mal spürt, wie sich das anfühlt und dann dadurch eine Sehnsucht entsteht oder so, dass man das halt stärker in sein Leben integriert und weiter praktiziert. Ja, also wirklich, du weißt vielleicht, dass ich versuche, durch ohne Medikamente, ohne Hilfsmittel halt mein Leben zu gestalten und ja, und das Meditieren ist quasi, ohne dass ich was einnehmen muss, kann ich meinen Schlaf verbessern. Was ich auch noch sehr spannend fand, war, oder was auch, worum es auch, glaube ich, geht, ist, dass es nachher, so am zweiten, dritten Tag, dass es keinen Unterschied mehr gab zwischen, okay, wir setzen uns oder legen uns jetzt hin zu meditieren und ach ja, es ist ja Pause. Und das ist so das, worum es auch bei dem Ganzen geht, ne? Dass man meditiert, dass man sich so Zeiten einbaut, wo man halt übt, ja, wo man praktiziert, das Meditieren, sich hinlegen, hinsetzen, gehen. Und das dann immer mehr auch automatisch in das alltägliche Leben einfließt. Und was mir wirklich sehr, sehr gut geholfen hat und warum es halt auch manchmal gut ist und schön ist, auch sozusagen gemeinsam zu meditieren, zu so Retreats zu gehen, dass du ja durch die Lehrerin, durch das Gegenüber nochmal an Punkten berührt wirst, wo du vielleicht alleine blinde Flecken hast oder sowas. Oder Jaya ist zum Beispiel auch eine sehr sanftmütige Person, die durch ihre Sanftheit, ich habe das so übernommen dann, milde mit mir umzugehen. Ja, es gibt dann auch so Augenblicke, so Teachings nennt sich das, wo sie vielleicht mal so einen Input gibt oder wo du Fragen stellen kannst. Und ich habe halt auch ihr Fragen gestellt, wo ich so gemerkt habe, wo ich mich so beurteilt habe oder wo ich so dachte, oh, ich bin noch keine gute Meditiererin, ich mache das noch nicht lang genug und so. Und sie dann so mit ihren Fragen mir geholfen hat, das Positive da drin zu sehen. Ja, und das ist, sie hat dann gefragt, was ist das Hilfreiche an diesem Gedanken, an dem Gedanken gerade? Ja, und das war sehr nährend für mich und sehr heilsam, ja, dass ich mir selber auch gut tue und milde bin. Ja, und noch etwas anderes, was sehr stark bei mir gerade ist, dass ich das Gefühl habe, ich werde immer sensibler, immer feinfühliger. Ja, also ich habe ja auch schon mal ein Video über Hochsensibilität gemacht, ich verlinke dir das mal oben. Und ich merke, dass das immer stärker wird und dass es total wichtig für mich ist, dieses Meditieren zu praktizieren, damit diese feinen Antennen, die ich habe, dass die sozusagen, dass ich diese durchziehen lassen kann, dass das sein kann, ja, dass es quasi immer feiner wird, aber mich nicht so sehr mitnimmt oder malträtiert oder ich dann denke, ich muss dann da was tun, wenn ich das und das spüre oder so. Sondern ich kann das Spüren da sein lassen, Punkt. Ich spüre es und das ist es. Es erfordert keine Handlung daraus. Und das ist auch was, wo ich wirklich Menschen, die sehr feinfühlig sind, so eine Meditationspraxis empfehlen kann. Ja, das waren jetzt so meine Eindrücke, die mir jetzt gerade so eingefallen sind. Wenn da noch Fragen offen sind, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare rein. Und vielleicht treffen wir uns ja mal bei dem einen oder anderen Meditationsretreat von Open Dharma. Ich überlege jetzt nach Indien vielleicht zu gehen, um da mal so einen 20-Tage-Kurs zu machen oder 2 Wochen sind es, glaube ich. Aber es ist noch nicht sicher. Ich spiele mit dem Gedanken, weil mir diesmal das so gut getan hat. Und Tobias und ich machen im November einen Fastenretreat für 8 Tage. Wer da Lust hat, dabei zu sein, da sind die Anmeldungen ab jetzt möglich. Und wir werden einfach gemeinsam fasten. Wir werden Fasten brechen auch zusammen. Also das
empfinden wir so als wesentlichen Momentum, ja, aus dem Fasten gut rauszukommen. Da werden wir sozusagen auch einen Fokus drauf haben und wie gesagt in der Gruppe zusammen fasten. 8 Tage im November, Termin habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber ich packe es hier mal unten in die Infobox. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, dir alles, alles Liebe zu wünschen. Und hier erscheinen jetzt wieder Videos, vielleicht magst du da weiterschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!